Sie sind hier, 14. Juli 2018, 7:11 Uhr, Lesedauer, 2 Minuten vergrößern, verkleinern. Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft kann sich trotz der Niederlage weiter für die WM qualifizieren. Urheberrecht Getty Images. Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft gibt sich nicht auf. Trotz der 15:66 Niederlage in Samoa träumt das deutsche Team im Rückspiel vom Weiterkommen in der WM-Quali. Die deutsche Rugby-Nationalmannschaft glaubt weiter fest an die Teilnahme an der Weltmeisterschaft 2019 in Japan, will im ersten Schritt aber erst einmal Schadenbegrenzung betreiben. Wir gehen am Samstag auf den Platz, geben über 80 Minuten alles, was wir haben, so dass wir am Ende sagen können: Das war die deutsche Rugby-Nationalmannschaft, das ist das, was wir können, sagte Nationaltrainer Kobus Podgita vor dem Rückspiel in der WM-Qualifikation gegen Samoa SA, ab 16 Uhr live auf der ZDF. Das Hinspiel hatte die Auswahl des deutschen Rugbyverbandes DRV auf der Südseeinsel deutlich mit 15:66 verloren, ist im Rückspiel in Heidelberg ebenso krasser Außenseiter. Laut Kapitän Julius Nostert hatte man Samoa vor allem aufgrund der Physis nichts entgegenzusetzen. Da müssen wir uns rentasten, sagte der 25-Jährige und stellte positiv heraus, dass es keine bessere Möglichkeit gäbe, um auf einem solchen Niveau zu lernen. Podgita hat sich schon eine Strategie zurechtgelegt. Ein klarer Schwachpunkt in unserem Spiel war die Verteidigung. Daran haben wir gearbeitet, sagte der Coach. Dazu hatten wir ein paar Punkte aufgedeckt, mit denen wir Samoa unter Druck setzen können. Weitere Chance auch bei Aus gegen Samoa. Sollte sich Deutschland gegen Samoa erwartungsgemäß nicht für die WM qualifizieren, hätte man beim Repechage-Turnier 11. 17. und 23. November in Marseille noch eine letzte Möglichkeit. Als Vorbereitung auf das Turnier im Herbst kann dieses Spiel aber nicht gelten, denn diese Spiele sind einfach noch zu weit weg. Bis dahin kann noch viel passieren, sagte Nostert. Podgita geht vor dem Rückspiel positiv an die Sache. Es ist immer etwas Besonderes, für das Nationalteam aufzulaufen, umso mehr, wenn es gegen solche namhaften Gegner geht. Wir werden ein weiteres Mal einen guten Eindruck bekommen, von dem Niveau, das uns unter Umständen auch beim Repechage-Turnier im Herbst gegen Kanada, Hongkong und den zweiten der Afrikameisterschaft erwarten wird.